Der Weg. Der soll natürlich bis zum Tor führen. Das heißt, in diesem Abstand. Das funktioniert nicht mal. Immer noch nicht. Junge, was muss ich denn für einen krassen Abstand nehmen? So. Ich kann den Weg leider nicht ganz ranführen, aber so passt das, denke ich, schon mal. Kann man auf jeden Fall machen. Wie ich so einen kleinen Weg hier schon mal ordentlich mit Bäumchen aus. So. Viel mehr Deko-Möglichkeiten als Bäume hat man ja leider nicht. Aber wir machen das Beste draus. Ich denke, das passt, oder? Dann hat man hier so einen kleinen Weg, wo man dann in das Gehege kann. Hier kann man dann runterlaufen. Auch hier kommen natürlich Bäume hin. Wie immer schön versteckt, so gut wie es geht. Damit die Dinos möglichst ungestört sind. Genau, da hat man dann eine Beobachtungsgalerie auf dieses wunderschöne Gehege. Und man kann mit dieser Beobachtungsgalerie ja nur wirklich hier die Hälfte abdecken. Also bis hier kann man sehen. Und ich würde deswegen sagen, dass wir hier hinten nochmal so ein paar Türmchen hinmachen, die dann nochmal den Rest begutachten können. Gucken, ob wir das hinkriegen soweit. Das würde ja sogar schon ein Turm reichen. Machen wir mal so. Sehr gut. Und dann machen wir mal den Weg. Machen wir das denn am besten? Wir können erstmal das hier verbinden auf jeden Fall. Ah, das passt. Und hier müssen wir den Weg abführen. Vielleicht könnten wir hier auch wieder so einen kleinen Plaza, so einen kleinen Platz machen. Ich weiß nur nicht, ob das sinnvoll wäre, ob das optisch sinnvoll wäre. Wahrscheinlich eher nicht, ne? Es macht wahrscheinlich eher Sinn. Machen wir so. So ganz stumpf. Zack. Okay. Okay, okay, okay. Was ist, wenn ich jetzt rein theoretisch, ich mache es mal mit kleinen Wegen, hier diesen Weg nochmal auskleide ein wenig. So. Ach, das kann man doch auf jeden Fall machen, oder? Vielleicht kann ich das auf der anderen Seite nochmal genauso machen. Aber das geht wahrscheinlich gar nicht hier von der Anhöhung her, oder? Ich schau mal eben. Vielleicht kriege ich das ja noch, Ja, das geht aber. Ah, das wird knapp. Wir probieren es mal aus. So, ich hab's fertig. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Ist mal was anderes, auf jeden Fall. Vielleicht können wir das hier hinten auch noch ein bisschen schicker handhaben mit den Wegen. Können wir mal eben gucken, ob das soweit klappen würde. Wenn wir hier einen Zaun machen, klappt das natürlich nicht. Wird es höchstens so gehen. Aber rein theoretisch könnten wir dann hier wenigstens versuchen. Das wird hier ganz schön schwierig. Das wird noch kniffliger. Ich probiere mal ein bisschen aus und falls es mir da was Gutes gelingt, bringe ich euch zurück. So, Leute, ich habe mir jetzt hier sowas überlegt. Das finde ich eigentlich ganz schick. Also man kommt hier hoch und dann hat man den Weg hier so ein bisschen näher dran. Ich muss jetzt nur gucken, dass wir hier unser Gebäude wieder hinkriegen. Ich glaube, das war die Bar. Nee, nicht Spielwarenladen. Die Bar war das doch, ne? Ja, und die passt noch. Perfekt. Das heißt, das Ganze hat wunderbar funktioniert. Gefällt mir sehr, sehr gut mit dem Weg da. Gefällt mir. Ich habe übrigens schon wieder einen Krankheitsausbruch hier, wie ihr seht. Aber ich habe jetzt erstmal hier provisorisch so ein Tor reingesetzt, nur damit ihr Bescheid wisst. Und ich würde sagen, wir werden das mit dem Platz und der Straße ähnlich auf dieser Seite machen. Das mache ich mal eben. Da bin ich wieder und ich habe es fertig. Ich habe den Turm ein bisschen anders platziert. Und ihr seht,
Ich habe hier, denke ich, eine ganz schöne Ecke mit dem Weg geschaffen. Sieht doch ganz nice aus von oben, oder? Also gefällt mir sehr, sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch mal schauen, wie wir das genau mit den Zäunen hier handhaben. Und ich würde fast sagen, dass wir vor diesem ganzen Ding auch noch mal einen Zaun lang ziehen. Einfach aus Sicherheitsgründen, damit hier im Zweifel keiner der Gäste nach unten laufen kann. So. So. Da muss ich noch ein Stückchen weiter nach vorne gehen. Das war ein bisschen doof. Ja, das war jetzt zu knapp, glaube ich. Frag mich ja. Ah, das würde leider nicht gehen. Nee, auf dem Weg kann ich nämlich nicht bauen. Dann müssen wir das doch nochmal abreißen. Und dann müssen wir hier entlang bauen. Letztendlich müssen wir dann auch so, so. Kann man auf jeden Fall machen. Perfekt. Und hier habe ich wieder doof gebaut. Ey, das gibt's doch nicht. Was ist denn jetzt hier los? Muss hier natürlich auch so weit bauen, dass ich hier auch um die Ecke komme. Das andere wäre doof. So, und passt schon wieder nicht. Ja, moin. Es passt halt wirklich nicht. Eieieiei. Jetzt mache ich aber auch einen Mist. Unglaublich. Dann machen wir das halt erst von dieser Seite. Ah, wenn er so pingelig ist, das Spiel. Er sieht schon. Da muss man ganz schön Abstand halten. Jetzt passt es. Perfekt. Und, wie gefällt euch das? Rein theoretisch könnte ich dann das Ding hier auch wegmachen. Sieht das schon cool aus, oder? Hier muss ich den Zaun auch nochmal eben weiterziehen. Natürlich. Zack. Zack. Und einmal um die Kurve. So, sehr schön. Und für diese Ecke hier tatsächlich, da könnten wir eventuell, wenn das passt, noch so einen kleinen Teich machen, so wie bei dem anderen Hotel am Eingang. Sieht immer sehr nice aus. Na, geht hier nicht mehr. Ne, mehr ist leider nicht drin. Aber geht das wegen dem Zaun nicht näher? Frage ich mich gerade. Schauen wir mal eben. Ne, das liegt an dem Turm dann. Das können wir dann leider nicht ändern. Aber jetzt klappt das hier mit dem Zaun noch einigermaßen. Passt aber. Perfekt. Das heißt, wir könnten. Komm, das ist doch perfekt. Da ist noch nichts im Weg. Guck mal, das ist doch perfekt vom Abstand her, oder? Ich verstehe das immer nicht. Er will mich aber auch echt oft ärgern. Ich weiß nicht, was da im Weg sein soll. Also ehrlich nicht. Das ist wieder, weil der Punkt hier, dieser Andockpunkt, zu nah am Wegesrand ist. Irgendwann bin ich Experte und dann kriege ich das auch immer direkt hin. So. Seht ihr. Jetzt passt es nämlich perfekt. Sehr schön. Das wird jetzt hier wieder ein kniffliger Bogen. Komm. I don't like that. So. Ich will eigentlich einen Bogen da drin haben, aber das ist. Ich will das nicht so gerade. Ah, ihr seht immer, ich bin so pingelig. Also ich kann es eigentlich nur für euch überspringen, aber ich will halt nicht immer alles überspringen. Aber das passt aber. Ja, cool, gefällt mir. Dann müssen wir natürlich. Na, eigentlich müssen wir auf der anderen Seite gar keinen Weg machen, gar keinen Zaun machen. Würde aber wahrscheinlich der Gleichmäßigkeit halber besser aussehen. Wir machen auf jeden Fall mal hier schon mal Trees. Ganz viele Bäume.
Beispiel auch hinten hier das Ganze auskleiden. Hier hinten die Ecke zum Beispiel, die brauchen wir gar nicht. Die kann komplett bedeckt sein mit Bäumen, da habe ich nichts dagegen. Ja, perfekt. Ja, vielleicht sollten wir hier die Bäume nicht ganz so krass machen. Also nicht ganz so weit oben, wenn ich mit ganz so krass. Guck mal, die können schon fast nicht mehr darüber gucken. Eieiei. Muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Man will ja auch noch was sehen. So, das sollte eigentlich ganz gut passen. Ich weiß nicht, ob das too much ist. Kann man da noch was sehen? Ah, die Baumkronen, die sind schon echt zu nah. Aber das... Ah, das sind aber nicht die oberen Baumkronen tatsächlich. Die stören. Eieiei, ich weiß nicht, ob das... Shit, das erfüllt irgendwie gar nicht so seinen Sinn und Zweck, merke ich gerade. Da müssen wir uns mal was anderes überlegen. Ich glaube, das liegt tatsächlich daran, dass der Berg nicht direkt runtergeht an der Stelle, wo die Türme sind. Ich hoffe, ich verbaue mir das jetzt nicht, indem ich okay. Das klappt alles. Und auf diese Höhe wollen wir kommen. Und beim Wasser da hinten muss ich aufpassen. So, ich habe das mit dem Wasser jetzt ja einigermaßen gelöst. Das passt, denke ich mal, soweit. Vielleicht hier noch ein Bäumchen hin. Es sind immer so viele kommen. Ein einzelnes Bäumchen. Und zwar mittig. Oh, die Palmen da sind echt ganz schick, ne? Ah, das sind jetzt mir zu wenig Palmen. Ach komm, Leute, wir lassen das so. So sieht das ganz nice aus. Vielleicht sollten wir mit dem Zaun doch noch ein bisschen mehr arbeiten. Würde, glaube ich, besser aussehen, wenn wir zum Beispiel den Zaun komplett an dem Wasser entlang führen, sozusagen. Von der Sicht her. Ja, definitiv. Sieht das besser aus. Das lassen wir so. Ich weiß nicht, irgendwie sind mir das zu viele Bäume da. Ah, das passt schon. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das hier mit der Sicht vernünftig hinkriegen. Dass man noch was sehen kann nach unten. Ja, da wird ja dann das Gehege sein. Das sollte soweit passen. Vielleicht ein bisschen noch die Baumkronen im Weg, aber das ist an sich halb so schlimm. Wir können natürlich immer noch so ein paar entfernen, der hier vorne zum Beispiel der sieht. Super strange aus. Genau. Muss ja auch nicht immer alles hier bewaldet sein direkt. Na komm, so. Genau, und dann machen wir einfach hier Büsche, Büsche, Büsche. Das können wir allgemein mal eben hier langziehen, die Büsche. So. Und dann machen wir einfach nur hier unten eine schöne Baumreihe lang. Hier kann natürlich wieder oben. So. Oh je. Yeah. Okay. Das war jetzt wahrscheinlich schon wieder zu viele Bäume. Aber eigentlich ist der Blick gegeben auf die Area, wo ich haben möchte. Weil hier ist ja das Gehege und das funktioniert eigentlich. Ne? Ja, das klappt. Das klappt auch. Wunderbar. Haben wir hier schön zwei Beobachtungstürme, die dann auf unser Pflanzenfressergehege, was ja dann hier den ganzen Platz einnehmen wird. Also es wird auch noch ganz, ganz weit hier rüber gehen auf die Seite. Haben wir schon mal welche. Dann haben wir natürlich hier hinten noch unseren Turm. Den müssen wir auch noch verkleiden. Auf unser Fleischfressergehege. Das machen wir jetzt mal eben, würde ich fast sagen. Und wir führen natürlich erstmal den Zaun hier weiter. Und damit bin ich fertig mit den Zäunen soweit. Ich habe jetzt erstmal den Zaun hier erstmal komplett entlang gezogen. Dann habe ich hier hinten natürlich den Zaun noch vervollständigt. Hier auch ums Hotel herum. Einfach der Optik halber. Ich denke, das sieht so am besten aus. Wir werden jetzt nochmal einiges mit
Bäumen ausstatten oder auskleiden, was wir können. Einmal hier hinter auf jeden Fall alles. Zack, zack, zack. Genau. Und ich bin tatsächlich noch sehr am Überlegen, ob wir nicht hier oben noch irgendwas für die Gäste hinten machen. Vielleicht könnten wir hier oben noch Fastfood-Restaurant. Das passt natürlich wieder alles nicht, ne? Dann wird da wahrscheinlich gar nichts mehr hinpassen. Ich glaube, dann werden wir es einfach sein lassen. Ist wahrscheinlich dann das Sinnvollste. Einfach Bäumchen hin. Und gut ist, es muss ja auch nicht überall irgendwas sein. Aber dann müssen wir tatsächlich den Zaun hier nochmal eben einmal drumherum ziehen. Was natürlich nochmal sich wahrscheinlich extrem schwierig gestalten wird. Gerade hier diese runde Ecke. So, im Endeffekt sieht das Ganze jetzt so aus. Ich überlege gerade tatsächlich mal auszuprobieren, wie es aussehen würde, wenn wir hinten mal so eine Betonwand machen würden. Sieht gar nicht so verkehrt aus, finde ich. Oder? Gefällt euch das oder gefällt euch das nicht? Es ist echt schwer einzuschätzen, ob mir das gefällt. Es ist auf jeden Fall was anderes, ne? Weiß nicht. Vielleicht machen wir das auch nur dieser runde Bogen da. Ich glaube, das ist eine schöne Lösung. Wenn wir einfach nur den runden Bogen da hinten mit einer Betonwand machen, ist mal was anderes definitiv. Und dann können wir natürlich hier wieder auskleiden, was das Zeug hält mit Bäumchen. Das passt soweit. Kann alles voll gebatscht werden. Genau, hier vor will ich jetzt nicht ganz übertreiben. Wir machen auf jeden Fall noch ein paar Büsche und so weiter dahin. So, wunderschön. Und damit haben wir echt schon wieder eine, meiner Meinung nach, schicke Ecke hier geschaffen. Hier mit einer kleinen Beobachtungsstation. Hier natürlich mit so einem Turm. Hier zwei Türme für das nächste Gehege. Boah, gefällt mir. Also ist wieder sehr, sehr gut geworden. Wir können noch mal eben gucken, wo wir gleich die Station hier langführen. Vielleicht können wir die hinterm Hotel langführen. Das wäre cool. Tatsächlich. Und dann können wir da zum Pflanzenfressergehege. Ach, nice. Das gefällt mir sehr gut. Aber wir haben natürlich noch einige andere Dinge vor uns. Wir müssen jetzt erstmal eben... Also wir haben jetzt diesen Bereich hier erstmal abgeschlossen. Widmen uns dann beim nächsten Mal hier diesem Gehege auf jeden Fall. Und das nächste Gehege fangen wir natürlich auch an. Aber jetzt müssen wir mal eben zuallererst uns um die neuen Dinosaurier kümmern, die in unsere Gehege kommen. Und da haben wir die zwei Apatosauren. Die lasse ich mal eben frei. Ein toller Dinosaurier. Ich hoffe, das klappt alles soweit vom Platz. Ich werde die beiden auf jeden Fall mal eben betäuben. Und dann werde ich die in das Gehege bringen und dann werden wir das hoffentlich herausfinden. So, meine Freunde, die beiden Apatosauren kommen rüber. Und ihr habt natürlich für unsere 5 Dinosaurier sind es, glaube ich. Ja, für unsere 5 Dinos, die hier schon im Gehege sind, wieder super tolle Namen in die Kommentare geschrieben. Hat mich sehr gefreut. Und die beiden Sinoceratopse nennen wir Sarah und Susi. Das hat, glaube ich, Sonnenschein08 geschrieben. Dankeschön für die schönen Vorschläge. Nehmen wir auf jeden Fall. Und für die 3 Pachis habe ich natürlich auch was rausgesucht. Und zwar... Oh, da sind unsere Apatosauren gelandet. Ich hoffe, die fühlen sich gleich wohl. Das werden wir gleich feststellen. So, die verstecken sich, die Pachis. Da haben wir zum einen den Namen Dickschädel. Immer sehr passend für einen Pachysaurus. Pachysaurus. Wie heißen die eigentlich? Pachy. Wo sind sie denn? Pachycephalosaurus. Okay. Ziemlich kompliziert. Dann haben wir einmal Brocki als Namen. Brocki. Und zu guter Letzt, wer versteckt sich hier noch? Hallo. Nicht verstecken. Da haben wir den letzten Kandidaten. Und er rennt natürlich in den Wald, sodass ich ihn nicht kriegen kann. Ich mach jetzt hier keine Faxen. Sonst nenne ich dich, kriegst du einen doofen Namen, mein Freund. So, der letzte Name ist Physio. Herzlich willkommen im Park. Und jetzt schauen wir mal, ob sich... Oh nein.
fühlen sich nicht wohl. Not enough forest, okay. Ist das das einzige Problem? Die Nahrung ist unten, aber das macht ja nichts. Okay, es ist nicht genug Wald da. Wir müssen noch irgendwo geschickt Bäume unterbringen. Hat das schon gereicht? Gucken wir auf die Geborgenheit. Na, wird der Wert steigen? Und diese minimale Baumänderung, hat sie schon ausgereicht? Nein, hat sie nicht. Eieieiei. Aber jetzt aber, oder? Komm schon, mach jetzt hier keinen. Ich meine, hier sind auch noch ein paar Bäume weggefallen durch das Tor. Daran kann es auch liegen. Ah, das sieht gut aus. Leute, die Geborgenheit steigt. Unsere Apatosaurinnen fühlen sich wohl. Und ich bin damit auch sehr glücklich. Und dann würde ich sagen, lassen wir jetzt hier noch die beiden Baryonyxe frei. Das ist dann auch unsere letzte Tat. Denkt auf jeden Fall daran wieder, für die Apatosauren oder die Apatosaurusse, I don't know, auch wieder schöne Namen in die Kommentare zu schreiben und natürlich auch für den Baryonyx. Oh, was war das jetzt für ein Kameraschwenk? Haben wir noch nie erlebt. So, die beiden Baryonyxe lassen wir frei. Gefallen mir auch sehr, sehr gut von der Farbe her. Wenn ihr mal schaut, sieht man jetzt schlecht mit den Bäumen. Ah, da kommt er gerade hervor. Ah doch, die sind schon nice, oder? Sind auch jetzt nicht so mega die großen Fleischfresser. Ich denke, die passen ganz gut in das Gehege. Die werde ich jetzt auch nochmal eben schnell betäuben. Und dann geht es auch für die beiden Kandidaten rüber ins Gehege. Und wie gesagt, schöne Namen von euch bitte in die Kommentare. Und mit etwas Glück werde ich die dann auch auswählen. So, meine Freunde. Da seht ihr gerade, kommen die, oder der erste Baryonyx kommt da gerade geflogen. Der andere müsste auch gleich kommen. Und das soll's für heute mit der Folge gewesen sein. Wir haben ja wieder einiges geschafft und ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst es mich auf jeden Fall mit einem netten Kommentar, mit einem schönen Namensvorschlag für die Dinos oder mit einem Like wissen. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall noch frohe und besinnliche Feiertage. Lasst euch schön reich beschenken. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr so bekommen habt. Das würde mich auch sehr interessieren. Und damit würde ich mich dann von euch verabschieden. Es hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal, Leute. Euer Dandy.